Ich werde in dieser Woche einige Workshops online stellen, in denen ich die mir am meisten gestellten Fragen ganz genau beantworten werde. Und wir fangen heute an mit der Frage Numero uno, mit der wichtigsten Frage: Welche Mundharmonika? Ja, wenn ein Mensch Geige spielen erlernen will, dann kauft er sich eine Geige. Das heißt, er kauft sich keine Bratsche, die sieht genauso aus wie eine Geige, ist aber eine Oktave mindestens tiefer als die Geige oder sogar noch tiefer. Und er kauft sich auch kein Cello, weil das geht noch tiefer. Und deswegen sage ich persönlich spiele ausschließlich diese 12 oktavige chromatische Mundharmonika. Warum? Und wie gesagt, mit meinen Premium-Schülern, der Unterricht erfolgt auch ausschließlich für die 12-oktavige. Warum? Wenn ich eine 4-oktavige Mundharmonika habe, die also noch eine Oktave tiefer geht, dann ist das quasi der Tonumfang einer Bratsche. Natürlich klingt das wunderschön, ohne Zweifel. Aber es ist eben nicht meine Geige. So, warum ist das wichtig, dass ich immer ausschließlich auf einem Instrument spiele? Ja, es ist eine Frage, der Tonumfang ist ja bei der 12-oktavigen wie bei der Querflöte oder bei der Oboe vom C1 bis zum C4, also drei Oktaven. So, erstens mal die ganze Orientierung. Ich weiß immer, der Kanal 1 ist der erste, der tiefste Kanal. Also wenn ich da kann ich blind runtergehen und dann weiß ich, ich kann nicht daneben hauen, weil dann noch andere Töne kommen. So. Das heißt, ich muss doch, wenn ich Stücke, ja, ich sage es mal schwierige Stücke, ob zwar es gibt keine schwierigen Stücke, schwer ist nur, was man nicht kann. Wenn man es dann kann, ist es nicht mehr schwer. Ne? Aber man muss sich wohlfühlen darauf. So, also die Orientierung, die immer da sein muss, zum Beispiel dieser Flageolett-Mittelteil vom Charles John Monti, wo man das Flageolett simulieren kann. Und so, also das klingt original wie bei einer Geige. Auch diese Flageolett-Töne klingen natürlich auf einer vieroktavigen vollkommen anders, weil der Klangkörper ein völlig anderer ist. So, abgesehen von dieser Orientierung, die man auf dem Instrument braucht, sind die unteren Töne, gibt es hier drauf Töne, den Ton gibt es bei der vieroktavigen auch. Und dann geht noch mal eine Oktave runter. Das heißt, es ist nicht das Ende. Aber diesen Ton, diese Töne, das sind ja im Grunde genommen die Töne, weshalb ich Mundharmonika gelernt habe als Kind. Die kann man so nicht spielen auf einer vieroktavigen. Warum? Weil die dort viel zu schön klingen. Aber dieser relativ ordinäre Charakter, ja, der entsteht nur so. Wenn ihr mal in diese Aufnahme, wenn ihr eingebt, René Giesen, Riffifi, da kommt eine Live-Aufzeichnung aus der Alten Oper mit der SWR Radio Philharmonie, wo ich Riffifi spiele und da Ja,
man das hören. Und diesen Charakter, der geht nur darauf. So, nun ist es natürlich klar. Wenn einer sagt, nein, ich will eine vieroktavige Mundharmonika spielen, weil es gibt auch Solisten, Selbstsolisten, die auch weltweit eigentlich, besonders in Amerika, spielen. Einige durfte ich kennenlernen, obwohl ich ja eigentlich in dieser Mundharmonika-Welt gar nicht so drin bin. Ne? Und da sage ich, klar, die spielen aber immer auf der Vieroktavigen. Also sehr wichtig ist, dass man immer das gleiche Instrument hat. Zum Beispiel, das ist eine normale Saxony. Das ist meine, sage ich immer, Seidel-Stradivari. Das ist die hier im Hintergrund. Das ist ein Bild aus YouTube. Also dieses wunderbare Instrument. Die geht bis C1. Die Orchestra heißt die, glaube ich, diese Seidel-Saxony Orchestra. Die geht bis zum G, hat also noch zwei Kanäle mehr und hat dann genau den Tonumfang einer Geige. Aber da wäre ich desorientiert. Also ich spiele den Anfang vom Giardas von Monti. Den oktaviere ich halt. Und wenn dann der zweite Teil in der Einleitung kommt, und so weiter. Ja, ich oktaviere die ganze Stelle. Auf der Orchester könnte man das Original unten mit dem tiefen A anfangen, aber wie gesagt, ich käme damit nicht zurecht. Ich würde auf der Bühne stehen und es wäre einfach zu unsicher. So, ich glaube, man hat das jetzt verstanden, dass das Wesentliche, also ich persönlich, wer mit mir zu tun hat, der wird immer nur mit der 12 kanaligen chromatischen Mundharmonika zu tun haben. Wenn der dann Tipps von mir will, dann kann ich die eigentlich gar nicht geben. Warum? Weil ich kenne mich damit nicht aus. Es wird ja auch kein Bratscher zu einem Geiger zum Bratschenunterricht gehen. Ja, aber wenn einer sich verliebt, da rein und das Instrument lernen will, dann muss er halt zu einem Lehrer gehen oder muss sich anschauen, wie man auf der Vieroktavigen spielt. Nicht bei mir, aber trotzdem ist das natürlich eine tolle Sache, ohne jeden Zweifel, diese tiefe Lage. Jetzt, wenn ich unbedingt mal ein Stück spielen will, was in diese tiefe Oktave reingeht, ja ganz einfach, dann habe ich eine Seidel-Saxony, die eine Oktave tiefer ist, aber da fehlt dann die ganz hohe Oktave auf der Seite. Das geht auch, weil dann bin ich nicht desorientiert, weil dann spiele ich quasi so, wie ich immer spiele und auch von der Handhabung, dass das Instrument, ich brauche dieses Instrument hier, um diese virtuosen Geschichten zu spielen. Wenn das jetzt hier unten so weit drüber hinausschaut, wie bei der Vieroktavigen, dann ist das nicht mein Instrument. Aber wie gesagt, wenn ihr die Vieroktave spielen wollt, ohne jeden Zweifel. Wir haben ja auch, ich war froh, dass bei dem Workshop in Klingenthal im letzten Jahr, ach Quatsch, letzten Jahr, mein Gott, im vorletzten Jahr, dass da zwei Leute dabei waren beim Workshop, die große hatten. Wir haben nämlich ein Stück als Satz gespielt, also quasi orchestral, und dann haben die tiefen Stimmen gespielt. Also immer entspannt bleiben, aber wichtig, immer das gleiche Instrument.